Hi zusammen! Wir haben ganz schlechte Nachrichten für euch direkt am Anfang. Und zwar ist das heute leider unsere letzte Sendung für dieses Semester, ja. Wir sind total traurig. Es hat uns so viel Spaß gemacht hier. Benni, dir hat es auch gefallen? Ja, und wie? Und also, was war dein Highlight so? Mein Highlight? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt von mir, das Moderieren, aber ab da, wo wir etwas lockerer wurden, von selber auch. Ja, auf jeden Fall. Sorry für die Fehler am Anfang. Ja, ich glaube, Fehler macht jeder. Ja, aber wir haben hier unseren Spaß, gell? Auf jeden Fall, ja. Das werde ich auch auf jeden Fall vermissen, die Zeit. Also ich muss auch sagen, es war irgendwie, es gibt so kein, nicht das eine Highlight, sondern es war irgendwie alles so auf seine Art richtig toll die ganze Zeit. Hat so viel Spaß gemacht hier. Und ja, es war super viel Arbeit, aber das auf jeden Fall, ja. Angenehm. Wirklich. Arbeit, die Spaß macht. Ja, ja. Mit Spaß verbunden. Es war echt richtig, richtig cool. Ja. Und leider ist es schon vorbei. So sieht's aus. Aber okay, wie wäre es, wenn wir zum ersten Thema kommen? Wir kommen zum ersten Beitrag, genau. Genau. Unser erstes Thema, passend zu der Kälte, die wieder draußen ist. Skiurlaub. Jeder fährt gern Skiurlaub. Fährst du auch Ski? Ja, aber muss. Ski oder Snowboard? Nee, Ski. Ski. Okay. Snowboard klappt nicht. Nicht locker genug. Ja, und passend dazu hat die Tussi euch ein neues Video gedreht. Und zwar geht es darum, was alles mit in den Skiurlaub muss. Guckt euch das mal an, damit ihr für den nächsten Skiurlaub nichts vergesst. Hi, Sweethearts. Willkommen zu meinem neuen Video. What's in my travel bag? Ich fahre nämlich gleich nach Ischgl und hab gedacht, zu diesem Anlass zeige ich euch mal, was man alles braucht, wenn man nach Ischgl fährt. Als erstes müsst ihr euch ein paar Ski mitholen. Außerdem braucht ihr, weil es dort saukalt ist, noch so eine Winterjacke, eine Handtasche. Da es in Ischgl aber immer sehr viel schwankende Temperaturen gibt, habe ich mir gedacht, hole ich einfach mal noch ein Bikini mit. Außerdem noch eine Sonnenbrille. Schuhe. Und ich glaube, die sind auch total gut für den Schnee geeignet, weil diese Spitze bohrt sich mega gut ins Eis und damit rutscht ihr auf keinen Fall aus. Was ich euch aber nicht empfehlen würde, unter diese Schuhe solche Socken anzuziehen, das sieht gar nicht gut aus. Ihr braucht die aber trotzdem, weil es ist auf jeden Fall ziemlich kalt in Österreich. Ja, und weil es so kalt ist, einen Schal, Haarspray, damit eure Frisur auch im Schnee sitzt, Bodyspray, damit ihr immer gut riecht, besser noch Parfüm, Deo, Sonnenöl, damit ihr richtig, richtig, richtig gut braun werdet im Urlaub. Eine Art Prä-Lotion für eure Haare, die werden nämlich extrem strapaziert im Urlaub. Unbedingt noch ein Haaröl mit einpacken. Wasserfesten Eyeliner und wasserfesten Mascara. So Leute, noch ein letzter Tipp von mir. Der Happiness Tea von Well Tea ist in der kalten Jahreszeit genau das Richtige, um eure kalten Herzen zu wärmen. Und mit dem neuen Tea Infuser von Well Tea könnt ihr jetzt auch für eine extra Zufuhr von Vitaminen noch ein paar eurer Lieblingsfrüchte hinzufügen. Wenn auch ihr happy sein wollt, dann sichert euch mit meinem Code HAPPYLISA 15% Rabatt auf eure neue Bestellung bei Well Tea. Hallihallo, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Video. Ja.
Ja, danke auf jeden Fall für diese guten Tipps. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir im nächsten Skiurlaub mitzunehmen haben. Ja, ja, ja. Klar. Und hast du noch vor, einen Skiurlaub zu fahren dieses Jahr? Da sind doch so die Klausuren irgendwie, das klappt nicht ganz. Die liegen doof, ne? Ja, die liegen doof. Und das danach, bei mir auch. Ja. Ja, ich hätte mal gesagt, wir kommen zum nächsten Thema. Und das habe ich vorhin eigentlich schon angesprochen. Wir sind natürlich hier total authentische Hobby-Freizeit-Moderatoren. Auf jeden Fall. haben eigentlich keine Sendung gehabt, wo wir uns gar nicht versprochen haben oder wo jetzt mal so ganz und gar nichts schief ging. Und wir fanden das recht lustig. Wir hoffen, ihr auch. Vor allem kommt im nächsten Beitrag auch noch ein paar Szenen, die sich dann erst abgespielt haben, als die Kameras aus waren. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Outtakes-Video, und zwar jetzt. Und nächste Woche wieder einschalten. Genau. Bye bye. Tschüss. Ja, dabei. TV. Für alle, die uns noch nicht kennen. Willkommen bei Orga TV. Hallo. Zu Orga TV. Licht? Fabi, machst du das Licht aus? Aus? Dann. Das war das Falsche. Wir müssen das da hinten. Nee, das war jetzt anders. Das meinst du gar nicht mehr. Mach ich einfach mal ein Tonnen. Und dann mach weiter. Beide? Gut, schön. Und da geht es halt darum, dann wirklich, dass man diese Dinge auf seine eigene Person zusammenfasst. Entschuldigung, zusammenfasst und dann besonders schwer. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht? Kann ich total bestätigen. Also es ist wie bei allen Schreiben, die eine Bedeutung haben. Der Anfang ist am schwersten. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also. Ja, drin wird sich auch gerade kaputt gelacht. Ich ramponiere hier so ein bisschen das Studio. Also wäre da jetzt keine Birne drin, würde ich es auch absichtlich runterschmeißen für die Show, aber geht nicht, Glühbirne. Abschließend möchte ich noch schöne Grüße nach Thailand ausrichten an Professor Christian Scholz und Orchide Kümann, die dort Forschungen zum Thema Generation Z durchführen. Stimmt. Wir wünschen euch viel Erfolg. Und ciao. Ich kann immer mehr. Ich bin noch fertig. Perfekt. Oh Gott, das ist aber das Peinlichste, was ich Ja, wie ihr gesehen habt, waren die Arbeitgeber alle sehr locker und richtig freundlich, hatten aber allerdings, was uns aufgefallen ist, nicht alle die gleiche Sicht zu den Fragen, die wir gestellt haben. Und das Studio wird gerade zerstört oder zerstört sich gerade selbst. Ja, bitte. Wir zeigen euch jetzt ein bisschen, wie es hier so aussieht. Also da hinten schreiben wir uns unsere Notizen für die Moderation auf Plakate. Von der anderen.
bei uns in der Filmindustrie sind die Shots nach Filmcharakteren gemacht hauptsächlich. Wir haben zwei große Tafeln. Erzähl mal was. Dummschwätze halt. Wir haben den Syrer Zakaria, der hier lebt, begleitet und seine Situation uns ein bisschen angeschaut. Und er macht gerade einen Deutschkurs hier an der Uni. Und dabei waren wir auch noch gleich beim Leiter des Spracheninstituts, beim Dr. Michael Aulbach. Dummschwätze halt. Ja. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat wie uns oder besser, dann haut doch mal ein paar Likes raus hier. Ja, also die Sprachfehler waren auf jeden Fall für wir schuld. Das ja, natürlich. Tut uns sehr leid. Da stimmen wir zu, gerne. In der letzten Sendung wollten wir uns natürlich auch nochmal für alle Bild- und Tonfehler entscheiden. Wieder ein Sprachfehler unsere Schuld. Aber die Bild- und Tonfehler sind nicht unsere Schuld. Und jetzt schalten wir mal einmal gerade rüber zu denen, die Bild- und die Tonfehler schuld sind. So, hallo von hinter der Kamera. Nicht nur die Moderatoren haben Fehler gemacht, sondern auch wir natürlich beim Schneiden, beim Filmen, beim Drehen. Und da gab es auch viele Szenen, die wir noch nicht gezeigt hatten und gerne zeigen würden. Oder wir haben uns gedacht, wir heben uns bis zum Schluss auf. Und die besten Szenen haben wir jetzt zusammengeschnitten und die seht ihr jetzt. Läuft? Hi, wir sind heute im Smile Best Fitness in St. Ingbert, wo ich arbeite. Das klingt kacke, ey. Hi, wir sind hier im Smile Best Fitness in St. Ingbert und zeigen euch ein paar Übungen, die ihr nach Weihnachten. Ja, bitte. Nein. Klappe die achte. Hasse. Hey, wir sind hier gerade an der Uni und haben euch gefragt, was ihr zu der. Bla. Erzähl mal, was wir hier heute machen. Ja, ein bisschen mehr Elan zu. Hey Leute, wir machen gerade Interview. Okay, gut. Letzter Versuch, ja. Jetzt gehe ich hier weg. Danke. Hi, ich bin Fabian, stell mich dann vor. Ich werde hier öfter gemobbt, aber es ist okay für mich. Give me evil look. Wieder geil. Kennt ihr diese sauschlecht geschnittenen Videos, wo sie dann immer die Flasche schmeißen und diese sauschlecht realistisch machen? Easy, und jetzt hier auf dem Tisch.
Was hat der gekostet? 5,89? Dann steht aber da hinten falsch drauf, oder? Nee. Wir haben blöd. Noch die Becher. Ah ja, ich bin blöd. Tröten passt auch ganz gut. Fasching. Ja? Magst du Fasching? Ja. Ja oder nein? Nein, ich bin kein so großer Faschingsfan, okay. Ganz ehrlich. Nee, ich auch nicht so. Aber es gibt natürlich ganz viele, die Fasching total toll finden, sich immer richtig cool verkleiden, die besten Kostüme haben. Selbstgemachte Kostüme sind immer richtig cool. Und ja, dieses Jahr ist doof, Klausurenphase fällt genau auf mitten... Die Faschingszeit. In die Faschingszeit, ja, ist oft so, aber dieses Semester ist so richtig so mitten drin. Ja, aber wir haben uns gedacht, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt so die Faschingsfreunde sind, gibt es natürlich viele von euch, die Fasching total cool finden. Und daher haben wir ein Video gedreht, wo wir uns geschminkt haben. Ein paar einfache, ein bisschen schwerere Motive, damit ihr euch vielleicht ein paar Ideen holen könnt, wenn ihr jetzt noch keine Ideen habt, wie ihr euch an Fasching schminken könnt. Sah auf jeden Fall cool aus. Hat auch Spaß gemacht. Schaut mal rein. Alle hopp! Ja, wir sind schon voll in Fasching-Stimmung hier, trotz der Klausurenphase. Und da haben wir uns gedacht, wir zeigen euch einfach mal, wie ihr ganz einfach Faschingsmotive schminken könnt. Und ich fange bei der Lisa an. Und wir schminken die Lisa heute als Indianer-Mädchen. Schminken dir zuerst dein Kinn. Machen hier ein Dreieck. In das Blaue noch eine andere Farbe. Wie ihr seht, ist man ganz flexibel. Und deswegen machen wir jetzt mit einer anderen Form weiter. Und zwar auf der Nase nehmen wir wieder Rot, damit es zum Kinn passt. Und machen einen Strich. Wunderbar. Gut, dann machen wir auf der Backe weiter. Du bist schon fast fertig, sehr schön. Fehlt nur noch die Stirn. Sehr schön, war ganz einfach. Und damit das ganze Outfit jetzt noch genau verbessert wird, kann man bei einem Indianermädchen natürlich auch die Haare flechten. Und damit du weißt, wie du aussiehst, Indianermädchen, müssen wir den Schritt auf den Tanz setzen. Oh, das bist du. Süß. Hast du gut gemacht, Sandrine. Danke. Das ist meine Maskenbildnerin. Der Chris wird jetzt als Batman geschminkt. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Zwar nicht von den Farben, wie beim Indianer eben, sondern da wird hauptsächlich schwarz benutzt, aber vom Motiv her.
etwas anspruchsvoller. Das war der Anfang. Das Ganze wird jetzt einfach einmal komplett in Schwarz ausgemalt. Dafür nehmt ihr euch am besten einen Schwamm. Und die schwarze Farbe, dann geht das viel, viel schneller, als wenn ihr alles mit dem Pinsel macht. Am besten machst du einmal die Augen zu, dann sind wir ganz schnell fertig. Schön. Der Batman ist immer in der Nacht unterwegs. Der Mond hat nicht so eine große Fläche, deswegen würde ich den mit dem Pinsel ausmalen. Außerdem müsst ihr um den Batman-Kopf drum herum malen. So, unser Mond. Wie wir schon von der Tussi gehört haben, sind Konturen sehr wichtig. Daher auch hier am besten mit Weiß, gibt einen schönen Kontrast. Am besten wartet ihr, bis die Farbe richtig, richtig getrocknet ist, damit sich das Weiß nicht mit dem Schwarz vermischt. Schön! Jetzt willst du bestimmt auch wissen, wie du aussiehst, oder? Ja. Dafür machen wir ein Selfie. Jetzt darfst du dich auch sehen. Achtung, der große Moment. Bist du bereit? Evil. Gefällt sie dir nicht? Doch, wirklich sehr schön. Ich bin auf jeden Fall bereit für den nächsten Kindergeburtstag. So, und damit Sandrine auch ein bisschen auf Fasching gehen kann, machen wir aus dir jetzt mal noch schnell eine Katze. Und als erstes braucht ihr ein bisschen Weiß. Und ihr malt dann quasi so den Mund der Katze. Also hier vorne so die Schnauze. Ja, am besten malt ihr euch die ersten Kontur und später füllt ihr den Bereich einfach nur aus. Wenn es ein bisschen schneller geht, holt euch am besten so einen Schwamm. So, dann müsst ihr hier oben noch einmal ein bisschen Weiß benutzen. Das ist halt für die Augen der Katze. Da müsst ihr ein bisschen die Augenbrauen anmalen. So, dann machen wir als nächstes mal den Mund von der Katze. Da nehmt ihr ein bisschen Rot. So, jetzt braucht ihr Schwarz für die Nase und die ganzen Schnurrhaare von der Katze. Dann kommt unter die Nase noch so ein Strich. Kannst du mal was drum machen? Ja, süß. Hier unten könnt ihr auch noch so unsere Haare hinmalen. So, das ist Weiß an den Augen. Dann einfach nochmal ein bisschen umranden. Und Katzen haben hier über den Augen hier oben immer noch so ein paar Haare. So, das ist unsere Katze Sandrine.
gespannt. Ich würde sagen, wir rufen den Chris rein. Ja. Chris! Chris! Ja. Und da machen wir ein Gruppenbild. Ich bin ganz gespannt, wie es aussieht. Jetzt kommt's raus, hier, wie ich aussehe. Wie wir bereits von der Tussi gelernt haben, ist Konturierung sehr wichtig. Daher. Ich bin nicht sicher, ob Konturierung richtig ist. Kontur. Ah. Ja, damit seid ihr ja alle bestens vorbereitet für Fasching. Günstiger kommt ihr nicht an eine coole Verkleidung? Nee. Ja, und bei uns ist jetzt eigentlich der Moment gekommen. Wo wir allen viel Spaß wünschen bei den Faschingsumzügen. Viel Erfolg bei den Klausuren. Genau. Viel Spaß mit dem neuen Orga-Team und auch dem neuen Orga-Team viel Spaß bei seiner Arbeit. Auch von meiner Seite aus ganz viel Spaß. Danke an alle, die uns für Beiträge zur Verfügung standen, für Interviews und die uns auch ansonsten unterstützt haben. Danke an Orkide Kümmern, unsere Betreuerin und Professor Scholz und auch an den Rest vom Lehrstuhl. Danke. Vielen, vielen Dank. Auch an unser Team für den tollen Bild- und Tonfehler. Und an uns beide irgendwie. Genau, danke an dich. Vielen Besprecher. Danke an dich. Ja, und an dieser Stelle nochmal viel Spaß dem neuen Team, viel Spaß euch auch den Zuschauern beim Zugucken. Wir hoffen, ihr hattet mit uns Spaß und jetzt sagen wir euch Ciao. Ciao. Ich Cowboy. Ich Indianer. Zum Thema. Wir hassen Fasching. Oh Mann. Da unten. Da unten. Ja. Hallo. Prost, Chris. Thank you.